Aber das Signal von Galaxy News ist schlecht. Da werden wir noch mal schauen, was wir da jetzt machen. Du nicht. Verdammt. Hi, ich bin Nova. Neu in Megaton? Tu dir einen Gefallen und geh weiter. Einige wollten nur einen Tag bleiben und dann sind 5 Jahre draus geworden. Ich suche meinen Vater. Ja, an den erinnere ich mich. Ich habe gesehen, wie er mit Moriarty gesprochen hat. Gut aussehende Männer wie diesen vergisst man nicht so schnell. Erspar mir das coole Getue und erzähl mir mehr. Oh, du magst es auf die harte Tour, ja? Tja, das kostet extra. Verschwinde. Such deinen Papa woanders. Hallo. Was ist los, Schätzchen? Du gibst mir jetzt Infos. Was hat das mit diesem Ghoul auf sich? Was für ein Ghoul? Pass auf dich auf, Schatz. Halt's Maul. Hey, ein bisschen mehr Vorsicht wäre angebracht. Ach, der Ghoul. Hey, Glattaut, brauchen Sie was? Vielleicht ein Drink? Was anderes? Irgendwas? Ih, verdammt, was bist du denn? Klappe, Ghoul, und glotz mich nicht so an. Gut, lass mich einen Moment darüber nachdenken. Moment mal. Sie werden mich nicht schlagen, mich anbrüllen, noch nicht mal ein bisschen beschimpfen? Machst du Witze? Ich halt den Rand, Ghoul. Nee, das hatte ich eigentlich nicht vor. Ach nee, was für eine Überraschung. Ich bin's gewöhnt, von jeder verdammten Glatthaut dieser Stadt verarscht zu werden, weil ich wie eine Leiche aussehe. Freut mich zu sehen, dass es hier auch noch ein paar interessante Leute gibt. Hören Sie zu. Moriarty würde mir den Kopf abreißen, wenn er mich mit Billigpreisen erwischen würde. Aber für Sie riskiere ich's. Sehr nice. Ich suche meinen Vater. Oh ja, an so jemanden erinnere ich mich. Ehrlich gesagt halte ich mich normalerweise im Hintergrund, bekomme häufig eins drauf, wenn ich Kunden anstarre. Aber sprechen Sie mal mit Moriarty. Okay. Sprache 36 wird nicht klappen, Stärke will ich nicht machen. Wenn du etwas weißt, solltest du es mir besser sagen. Wäre gut, wenn du noch jemanden kennen würdest, der helfen könnte. Bei Moriarty haben sie die meisten Chancen. Viel Glück. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit, sonst muss ich mich vor ihm rechtfertigen. Okay. Wo ist denn dieser Moriarty? Hier ist Nova. Die werden wir noch umbringen. Hab ich gerade beschlossen. Ich weiß nicht warum. Einfach so. Sonst gibt's hier nichts. Hüttentür. Ach, Colin Moriarty. Sollen wir dich umbringen? Colin Moriarty, zu Ihren Diensten. Willkommen im Moriartys. Meine Kneipe, mein Zuhause, mein kleines Stückchen Himmel in dieser verdammten Stadt. Wenn Sie die Kronkorken haben, sorge ich dafür, dass Sie Spaß haben. Setzen Sie sich, machen Sie sich's bequem. Ihre Sorgen sind jetzt Vergangenheit. Ich suche meinen Vater. Mein Gott, Sie sind's. Der kleine Junge ist erwachsen und immer noch irgendwie ein kleines, hartnäckiges Schlitzohr. Es ist lange her, Kleiner. Ach, der war da, ja, und auch gleich wieder weg. Bekam, was er wollte und machte sich aus dem Staub. Ich nehme an, Sie werden dasselbe tun, richtig? Wie, mein Vater und ich wurden in Vault 101 geboren. Hat Ihnen das Ihr Vater erzählt, dass Sie in diesem Loch geboren wurden? Dass auch er dort geboren wurde? Ja, ja, die Lügen, die wir unseren Lieben erzählen. Ihr Vater brachte Sie gleich nach Ihrer Geburt zur Vault, damit Sie sicher sind. Kann mich noch gut erinnern, denn Sie haben in meinem Saloon gelebt. Ja, Ihr Vater, sein Freund aus der Bruderschaft und Sie, der Säugling ohne Mutterbrust, stammen aus der Vault. Das mit Ihrer Mutter tut mir echt leid. Aber das Leben geht weiter. Papa hat gelogen. Das Leben ist voller kleiner Enttäuschungen. Und jetzt sind Sie erwachsen und fragen sich, wo er ist. Was? Ich wurde nicht in der Vault geboren? Das ist Blödsinn und Sie wissen das. Ah, verstehe. Naja, ich habe von der Gehirnwäsche gehört, mit der da unten gearbeitet wird. Von einem Kerl, der vor 5 Jahren geflohen ist. Gegrüßt sei der Aufseher.
Wir kommen in der Vault zur Welt und wir sterben in der Vault. Und der ganze Wahnsinn eben. Eine bessere Programmierung als unser Deputy World. Also schön aufpassen. Sowas wird schnell ausgenutzt. Sprache 48%. Können wir mal ausprobieren. War nur Spaß. Papa hat Jennick von Ihnen gesprochen. Wo ist er denn? Wenn jemand bei mir einen guten Eindruck hinterlässt, lege ich gern die Karten auf den Tisch. Ihr Papa war hier und jetzt ist er es nicht mehr. Und ich weiß, wo er hin ist. Aber Sie verlangen da Infos. Und Infos sind Handelsware. Und wie bei allen Handelswaren gibt es einen vernünftigen Marktpreis. Aber was ist vernünftig? Sagen wir 100 Kronkorken. Und Sie wissen, wo Papa ist. Du hast sie nicht mehr alle. Ich habe keine 100 Kronkorken. In Ordnung, dann haben wir uns wohl nichts mehr zu sagen. Kommen Sie wieder, wenn Sie genug Kronkorken haben, dann können wir reden. Boah, wie gerne würde ich jetzt einfach mal... Bäm! Wir werden einfach den Computer hacken und da steht hundertprozentig drin, wo er ist. So. Schnauze, Nova. Wir gucken nochmal hier oben. Ah, das ist alles verschlossen. Nee, das hier nicht. Hier dürfen wir aber auch nicht schlafen. Hier dürfen wir nicht rein. Hier dürfen wir nicht schlafen. Okay. Gut, Moriarty. Sie haben sich noch nicht um die Bombe gekümmert? Wenn Sie Informationen brauchen, sehen Sie zu, dass Sie welche bekommen. Die Zeit läuft. Gut, dem können wir nichts mehr sagen. Was ist mit dir? Oh Mann, schön Sie zu sehen. Moriarty war letzt... Bis bald. Das Radio ist doch kaputt, ne? Scheint zumindest so. Nova. Was ist los, Schätzchen? Was hat es mit dem Ghoul auf sich? Redest du von Gorb? Wenn man mal sein Aussehen außer Acht lässt, ist er ein echter Schatz. Colin ist allerdings sehr sauer auf ihn. Wo ist er hergekommen? Er spricht nicht viel darüber, aber anscheinend gibt's irgendwo unten in DC eine ganze Stadt voller Ghule. Er hat seine Mutter ein paar Mal erwähnt, aber mehr ist nicht aus ihm rauszukriegen. Er ist jetzt seit ungefähr 15 Jahren hier. Seitdem Moriarty ihn diesen Sklavenhändlern abgekauft hat. Hast du jemals mit ihm gearbeitet? Ob ich auch mit Gorb zu tun habe? Ach, er ist sehr nett. Und ich weiß, dass er gerne... Naja, ich will ja nicht oberflächlich klingen oder so. Ich meine, ich bin eine Hure. Meine Ansprüche sind nicht gerade hoch. Also, es gibt Leute, mit denen nicht mal ich mich einlassen würde. Typen, die matschiger sind als ich, gehören dazu. Okay. Wieso ist Moriarty so streng mit ihm? Tja, keiner von uns mag den verdammten Bastard. Aber mit Gorb springt er am miesesten um. Wahrscheinlich nur, weil er anders ist. Kein Problem, Baby. Was hast du auf dem Herzen? Boah, die geht mir irgendwie auf den Sack. Was hattest du über Radiosender gesagt? Was? Ach, du meinst, warum Gorb auf das Radio eingeschlagen hat? Nun ja, hier in der Wüste gibt es zwei aktive Radiosender. Zum einen ist da der Radiosender der Enklave. Keine Ahnung, wer dahinter steckt, aber hört sich an wie eine aufgezeichnete Vorkriegssendung. Außerdem gibt's das Galaxy News Radio. Ein Typ namens Three Dog betreibt es irgendwo in DC. Aber seit kurzem ist das Signal nicht mehr da. Was ist eigentlich Galaxy News Radio? Machst du Witze? Ah, du kommst wohl aus dieser Vault. Okay. Es ist der einzige freie Radiosender des Ödlands. Der Betreiber, Three Dog, scheint der einzige zu sein, dem das alles am Arsch vorbeigeht. Er redet ständig über den guten Kampf oder so, ist aber besser als der Mist der anderen Sender. Okay, was gibt's Neues in der Stadt? Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Wenn es Ihnen so wichtig ist, sollten Sie mit Manja sprechen. Sie lebt länger als alle anderen in Megaton. Gut. Pass auf dich auf, Schatz. Boah.
Gob? Schön, Sie wiederzusehen. Brauchen Sie einen Drink? Nee, ich möchte nur so ein bisschen plaudern. Wo sind Sie hergekommen? Ich komme aus Underworld. Das ist eine coole Stadt in DC. Dahin bin ich aufgebrochen, um Abenteuer und Glück zu finden. So bin ich hier gelandet. Ich hänge hier fest. Colin sagt, dass ich erst gehen darf, wenn ich meine Schulden bezahlt habe. Außerdem berechnet er mir Kost und Logis. Wenn Sie jemals nach Underworld kommen, grüßen Sie Carol von mir. Werde ich tun. Was ist eigentlich Galaxy News Radio? Mr. Moriarty sagt, dass wir den Sender eingeschaltet lassen können. Gutes Programm. Ich mag den DJ Three Dog und wie er beim guten Kampf hilft. Wenn ich mitmachen könnte, anstatt hier festzusitzen. Ich suche meinen Vater. Ich kann nicht mehr dazu sagen, sonst schlägt Moriarty mich wieder. Mann. Gut. Bis bald. Tschüss, Gob. Da sind wir hier eigentlich fertig, ne? Mit Moriarty brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal zu reden. Wie soll's denn sein? Infos über den Aufenthaltsort des lieben Herrn Papa gegen ein paar Kronkorken? Oder doch lieber der Alleingang? Das Ödland kann so unerbittlich sein. Galaxy News Radio, was ist denn das? Galaxy News Radio ist ein großmäuliger Radiosender in den Ruinen von DC. Three Dog, der König dieses Irrenhauses, plappert ständig über den guten Kampf oder sowas. Ein Haufen Müll. Aber wenn Sie wissen wollen, was im Ödland so los ist, wäre das der richtige Ort. Mir ist das alles völlig egal. Wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Das Ödland? Warum sollte man dahin wollen? Hören Sie mal zu, in Megaton gibt es alles, was man braucht. Warum sollte man woanders hingehen? Ich weiß nicht. Was ist denn mit Megaton? Halten Sie sich aus meinen Geschäften raus. Gehen Sie nur dahin, wo Sie hingehören und kaufen Sie hier Ihre Drinks. Mehr müssen Sie nicht wissen. Ich glaube doch. Was machen Sie denn hier? Ich überschwimme diese Tölpel mit Schnaps und Huren. Dafür schwimme ich in Kronkorken. Ein fairer Deal, wie ich finde. Nicht ganz. Was gibt's Neues? Ich führe eine Bar. Gerüchte gehören da nun mal dazu. Darum erzähle ich Ihnen dieses hier gratis. Weiß nicht, ob Sie Lucy West schon kennengelernt haben, das hübsche, junge Ding. Nein. Sie hat irgendwie Angst, aber vor wem oder was, weiß keiner. Ja, gut. Und so gehen wir jetzt auseinander. Dein Kopf geht gleich auseinander. So. Wer bist du, Megaton-Siedler? Ja, was darf's denn sein? Nix. Wir gehen wieder raus. So, wo könnte man denn jetzt noch hingehen? Was ist hier? Billy Quills Haus, da können wir also nicht rein. Gut, was ist hier? Nathans und Manias Haus. Guten Tag.